Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kip Supernova und jawohl, ihr seht richtig, wir sind wieder bei Splatoon 2 und dies ist keine Aufzeichnung. Naja, es ist eine Aufzeichnung, aber es ist keine alte Aufzeichnung von meiner alten Festplatte, die das Zeitliche gesegnet hat, sondern es ist eine Aufnahme, eine neue Aufnahme, aber immer noch mit der alten Videocapture-Card. Ja, dazu eine kleine Story. Ich habe mir eine neue Videocapture-Card für fast 200 Euro gekauft, weil ich gedacht habe, meine 70 Euro Capture Card funktioniert nicht mehr. Dann war ich kurz davor, die neue anzuschließen und naja, da hat mich die alte so irgendwie so mitleidig angeguckt. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, probierst es nochmal. Die LEDs funktionieren doch alle. Hab eine andere Festplatte angeschlossen und siehe da, die Aufnahme hat funktioniert. Beim letzten Mal hat die Aufnahme mit der selben Festplatte nicht funktioniert, komischerweise. Die andere Festplatte, die eigentlich meine Aufnahmefestplatte war, die macht nur noch Klackgeräusche. Ich denke mal, es hat an der Festplatte gelegen, dass da irgendwie eine Überspannung war und die Aufnahmen nicht funktioniert haben. Und zum Schluss ist die Festplatte selbst kaputt gegangen. Nichtsdestotrotz, es geht weiter. Wir spielen drei Runden Turmkommando und ich übergebe an meinen Kollegen Flavo. So, ja, wir sind beim Turmkommando. Kip hat euch ja schon alles erzählt. Übrigens, wenn ihr jetzt merkt, dass die Stimme nicht lippensynchron ist, das liegt daran, dass Kip schon wieder eine Panne gemacht hat. Nämlich, er hatte im OBS das Mikrofon deaktiviert, wie die Aufnahme gemacht worden ist. Ja, hier glitscht es ein bisschen, aber keine Angst. Alles ist im grünen Bereich. Also Kip hat euch ja schon alles erzählt. Da muss ich das nicht nochmal erzählen. Er hat die Capture-Karte, also es hat irgendwie nicht funktioniert hier und her und bla bla bla, aber es hat anscheinend doch an der Festplatte gelegen. Wobei er bei der zweiten Festplatte, die auf der hier jetzt die Aufnahme plötzlich geklappt hat, die Aufnahme nicht geklappt hat. Zuerst, naja, egal. Hauptsache es klappt jetzt. Und wir spielen Top Kommando und wir sind im Koffer, in der Koffer-Arena, Dingsbums, irgendwas. Ja, es geht hier ziemlich viel zur Sache. Ich bin ganz ehrlich, ich bin richtig gehypt jetzt. Ja, ich habe jetzt richtig Bock und Kip hat auch jetzt richtig Bock, hier Splatoon wieder zu zocken und das mit euch zu teilen. Und auch andere Games. Ich habe ein paar tolle Games gefunden auf die Nintendo Switch. Und natürlich ist auch Ori wieder im. Will ich auch Ori wieder weiterspielen. Und ja, das ist ein bisschen komisch, das hier nochmal nachzusynchronisieren, obwohl ich jetzt vorhin eine Viertelstunde lang geredet habe. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich da noch alles gesagt habe, weil ja das Mikrofon gemutet war und ich Esel habe es nicht gemerkt. Aber egal. Hauptsache jetzt läuft's, ja, und wir werden die Viertelstunde schon rumkriegen. Hoffentlich fällt mir noch alles ein, was ich vorhin gesagt habe. Ah ja, wegen den Nightstreams habe ich mir überlegt. Also Kip hat schon ein paar Teststreams auf Facebook gemacht, auf seiner Facebook-Seite. Ja, ihr habt richtig gehört, auf Facebook kann man auch Livestream. Und oh, Ende. Wir gucken erstmal, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Ich glaube, es war ein Lose. Nein, Quatsch. Ich habe da vorhin gedacht, es ist ein Lose, aber es ist ein K.O.-Bonus. Nein, Kip soll sich hier nicht ärgern, er soll sich freuen. Ja, da hat der alte Flavo hier falsch geklickt und getippt. Und irgendwie sollte der Kanal umbenannt werden in Bleiben, Brechen und Pannen. Es war ein Sieg. Ja, so, jetzt ist das Richtige. Jetzt ist die richtige Animation drin. Kip freut sich, voll gescorcht. Und wir haben sogar einen neuen Effekt auf unser Fußband von der Bär GmbH. Übrigens, das zweite Fußband, das Kip in einem mehrstündigen Salmon Run erfolgreich gewonnen hat und aber unerfolgreich, also erfolglos aufzeichnen wollte. Und das wird wahrscheinlich nur noch in der Erinnerung existieren, beziehungsweise in dem Fußband, in dem Fußband existieren. So, zweite Runde, Turmkommando und wir sind hier diesmal im Freien und kämpfen gegen Jakob Monster. Na, das geht so schnell. Egal. Weiter geht's im Text bezüglich dem Nightstreams.
Ah ja, das wollte ich sagen. Jetzt fragt ihr euch sicher, naja, warum jetzt plötzlich auf Facebook? Da hat Kip vor einiger Zeit mal Second Life gestreamt. Er ist bei Second Life als Invader Sim unterwegs. Invader Sim ist vielleicht manchen ein Begriff. Das ist eine Zeichentrickserie aus der Zeit, wo Nickelodeon noch cool war, ja, mit einem grünen Angeber-Alien. Und das gibt es als Skin bei Second Life. Und da ist Kip unterwegs, natürlich ein Alien, ne, aber es gab eben kein Kip-Skin. Und sein großer Traum ist natürlich, als Kip, als blaues Alien himself bei Second Life unterwegs zu sein. Aber zurzeit bockt Second Life nicht so richtig. Das ist nur etwas zum Rumlaufen und ein bisschen erkunden. Jedenfalls hat er da ja sehr erfolgreich auf Facebook gestreamt, beziehungsweise erfolgreich ist gemeint die technische Seite. Also das hat nicht gespackt, es hat nicht irgendwie gebackt und irgendwie geleckt. Es lief eigentlich alles recht gut. Und jetzt war mein Plan, ein Spiel zu streamen, und zwar als Nightstream, aber diesmal auf Kips Facebook-Seite. Und zwar The Whispered World. Ein Point-and-Click-Adventure-Game, was sehr gut für einen Nightstream passt, weil es sehr viele Nachtszenen dabei sind. Es gibt Rätsel zu lösen. Und ja, lasst euch mal überraschen, das Spiel ist schon älter und das haben schon einige gespielt und gestreamt, aber es ist nur ein Test, um zu gucken, ob Facebook sich da rendiert. Man muss bedenken, Kip hat auf YouTube knapp 1200 Abonnenten und auf Facebook aber über 11.000 Abonnenten und vielleicht ist die Reichweite da dann ein bisschen größer. Und da es ein Nightstream ist, überlegt Kip dort sogar das ohne Kommentar zu machen und die Story selbst wirken zu lassen, weil da ja auch geredet wird und Dialoge sind. Mal gucken, wir werden sehen, ob der Olle Flavo das dann da dabei ist oder ob man nur das Spiel selbst sieht. Kachu ist erledigt und Kip ist auch erledigt. Ja, das ist ein ziemlich harter Kampf diesmal, da geht ziemlich lange. Ja, der Carbonroller, der ist ziemlich fies. Ja, genauso fies wie die Ultrastempel. So, ja, das wollte ich hier ankündigen. Wann dies genau stattfindet, weiß ich allerdings noch nicht. Ein Nightstream, I würde sich ja am besten am Wochenende eignen, entweder von Freitag auf Samstag oder Samstag auf Sonntag. Und zwar in der Nacht, in der Regel. Traditionell sind hier bei uns die Nightstreams ab 23 Uhr mit Open End. Splatboy ist auch online. Hallo, Splatboy. Soll ich jetzt sagen, das habe ich vergessen. Achso, ja. Da ja der liebe Kip auch selbst Zuschauer ist bei anderen Streamern und die auch am Wochenende ziemlich coole Sachen machen und auch Games durchzocken, ist es natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, da dann selbst zu streamen. Mal gucken, natürlich so bald wie möglich wieder. Und wenn das gut klappt, dann habe ich mir überlegt, werde ich auf Facebook streamen. Und entweder hier auf diesem Kanal dann die Video-Highlights hochladen. Und wenn Facebook das jetzt nicht so dolle ist, dann werden wieder auch hier Streams stattfinden. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr da lieber hättet. Hättet ihr auf diesem Kanal lieber Stream-Highlights oder ganze Streams? Gerade was das Kommentieren und so angeht, ist YouTube, glaube ich, nicer wie auf Facebook. Aber ja, können wir mal abwarten. Einfach abwarten. Vielleicht auf beides. Stream auf Facebook und dann die Aufzeichnung hier auf YouTube gestreamt. Weil ich möchte gerne nicht nur das Spiel aufzeichnen und dann streamen, sondern wirklich komplett live sein. Also dass man dann auch beim Zugucken wirklich live sieht, wie ich spiele. Und nicht nur die Aufzeichnung, weil bisher habe ich hauptsächlich Aufzeichnungen dann gestreamt und nochmal kommentiert. Weil das mit dem Live, das hat immer geleckt und dann nicht richtig geklappt. Und dann, wenn man nicht weiterkommt, dann steht man da und dann, was sagt die Technik? Ja, hat das Face-Rig eingefroren, ja. Sowas wie das zum Beispiel. Aber egal, das ist vorhin auch passiert. Ja, peng, so richtig weggesplattet jetzt von diesem blöden Klecksroller. Monster, Monster. Ja. Ah, Bart ist auch am Start. Oh, 6:18, das ist ziemlich knapp. Gibt es eine Verlängerung oder nicht? Verlängerung oder verlieren wir hier? Nein, keine Verlängerung. Ende, Ende, Ende. Ich glaube, das war
diesmal eine Niederlage verloren, aber sehr, sehr knapp. Ja. 82 zu. Na, jetzt ist mein Bild darüber. Na, egal. Aber immerhin 11 Kills. Wow, seit wann ist Kip so gut im Killen? Das ist ja ziemlich erstaunlich. Macht das die neue Capture Card? Ne, Quatsch, er hat ja noch die alte. Ah, egal. Vielleicht, weil er eine Weile nicht mehr gespielt hat. Im Sport ist es ja so, man muss ja trainieren, um besser zu werden. Und je öfters man etwas macht, umso besser wird man. Aber je öfters man etwas macht, umso niedriger ist vielleicht auch die Motivation, weil es irgendwann dann wirklich einem dann auch zu viel wird. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das beim E-Sport auch so ist oder beim richtigen Sport. Ist auch wurscht. Wir sind hier nicht wirklich. Doch, wir sind Sportler, ja. Wir sind Sportler. E-Sportler. So, und da ist er wieder. Ja, ich kann mich bewegen. Huhu. Und wir sehen in der dritten und letzten Runde Turmkommando, bringen den Turm ans Ziel und gucken wir mal, ob wir ihn diesmal ans Ziel bringen. In der Lieblingsfarbe Blau, so wie es sich gehört, für einen schönen Abschluss. Fensterputzmittel, Fensterreiniger gegen Zitronensaft. Und Kip gibt alles. Oh, er nimmt jetzt die Taktik, dass er von der Seite irgendwie angreifen möchte und nicht direkt frontal. Der Turm ist schon gesichert in Kips Team. Und die Uliwaffe ist aufgeladen. Dann steht ihr einem Sieg nichts mehr im Wege. Ja. So. Ja, das wollte ich gesagt haben. Mit dem Livestream und so weiter. So, und es ist auch bald wieder Herbst und Halloween. Und wer weiß, ich strebe auch ein Halloween-Special an, irgendwas an Halloween zu machen. Auch Rocket Supernova hat ja jetzt einen neuen, also überhaupt die Supernova-Familie hat ein neues Mitglied, nämlich Sorin Supernova, den Tiger-Fuchs-Hybriden. Den durfte ich auch schon kennenlernen, das ist ein ganz netter. Und ja, wer weiß, mit dem, was Rocket Supernova mit dem noch vorhat. Es soll nämlich auf seinem Kanal, checkt den gerne aus, Rocket Supernova, Waschbär TV ist da eine Unterrubrik und es wird dort ein neues Format geben, nämlich The Happy Puppets oder Puppets in Space. Rocket schwankt noch, was er nimmt, Puppet in Space oder Happy Puppets. Schreibt mal in die Kommentare, was euch besser gefällt. Ich tendiere zu Puppets in Space, klingt irgendwie spaciger, es passt besser zur Supernova-Familie, aber ja, mal gucken. Und da wird es dann schöne, lustige Sachen geben. So, Kit 05's Platz ist erledigt und Kip ist auch erledigt. So. Ja, durch die Punkt 552 ein Galeon. Und, ja, jetzt habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Und, gucken wir uns ein bisschen das Spiel an, das ziemlich wild ist. Es hagelt hier Kills und Türmsicherung. Komm, gib den, kriegst du noch, den kriegst du noch. Jawohl, Bart ist erledigt. Und den nächsten kriegst du auch noch. Die Ulti ist aufgeladen. Die Ulti ist aufgeladen. Ja, jetzt schön vorpreschen, dass der Turm auch ja ans Ziel kommt. Na, wie konnte der jetzt? Ja, so. So ist es recht. Der Vernichter ist vernichtet. Aber Kip wurde selbst weggesplattet. Im letzten Moment, aber es sieht sehr gut aus. Wie viel steht es eigentlich? Oh, Turm ist in Gegnerhand. So, 53 zu 36 für Team Kip, für Team Blau. Und das war ein Kill für das Gegnerteam, der Vernichter oder was das auch immer. Oh, ich habe es nicht richtig lesen können. Hat Kip weggekippt und vernichtet. Und er setzt zum Sprung an. Aber das ist nicht mehr nötig, weil das Spiel ist zu Ende. Und ich glaube, es sieht nach einem Sieg aus. Also. Jawohl, sogar ein K.O.-Sieg. Das bedeutet 2 von 3 Spielen gewonnen. Quote 2 zu 3. Das sieht sehr gut aus. Und wir sind in der Stufe wieder ein bisschen weiter. Wir waren ja mal viel besser im Turmkommando, aber Kip hat einige Spiele wieder verloren. Jetzt sind wir momentan auf C plus und bekommen einen K.O.-Bonus und einen Siegbonus. Jawohl, übrigens schon Stufe 54. Ja, besser konnte der Tag gar nicht werden. So, Kip hat übrigens schon sein zweites Freundschaftsbändchen und das hat er im Salmon Run gewonnen, der aufgezeichnet wurde, aber leider auf der kaputten Festplatte ist und wahrscheinlich im Nirvana verschwunden ist.
So, Kip freut sich. Ich freue mich auch. Und ich verabschiede mich für heute von euch. Wir gehen jetzt etwas snacken und ich übergebe an Kip Supernova. So. Da bin ich wieder bei Schrimpsen und möchte eigentlich ein Sandwich kaufen, wo ich meine Erfahrungswerte ein bisschen hochpushen kann. Aber es gibt, ich habe nur einen Gutschein für, wo man mehr Geld bekommt. Und Geld habe ich gerade genug und irgendwann kann man sich einfach nichts Neues mehr kaufen. Bei den Getränken, da kann ich mir auch nichts kaufen. Ich glaube, die Gutscheine kriegt man eher, wenn man Story-Modus spielt. Und Story-Modus ist das Stichwort. Nämlich, ich werde den Story-Modus von Splatoon und von Splatoon 2 durchspielen und komplett hochladen bzw. streamen und mit euch teilen. Das ist meine Ankündigung für euch. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann freue ich mich über ein Abo, über einen Daumen nach oben. Wir sehen uns wahrscheinlich beim Nightstream dann auf Facebook in The Whispered World oder auch einem Video von hier. Bis dann, bleibt gesund und bleibt neugierig. Tschüss!